So, weiter geht's. Ah, der Ring. Nicer Mechanismus. Gruselig. Kam von da drin. Und ich muss da rein. Okay. Kann ich die öffnen? Jemand hier? Wir den Hebel hier ziehen? Hallo? Ich kann mit dem Hebel nichts machen, warum? Lauter Käfige mit Leuchtstäben. Speicheramulette. Ich sehe die ganze Zeit irgendwas glitzern. Als ob ich damit irgendwas machen kann. Interagieren. Aber wenn ich die Leertaste drücke, passiert halt nichts. Diese Geräte sind defekt. Nervensystem aus einer dunklen, glänzenden Masse, etwa 40 cm lang und 20 cm breit. Chaotische Struktur. Reagiert auf weißes Licht mit Kontraktion, wie eine Pupille. Ich nehme alle Proben, die für eine biochemische Analyse nötig sind. Ich glaube, ich kann bereits davon ausgehen, dass es hauptsächlich aus Zink und Beryllium besteht. Was die anderen angeht, so interessiert mich primär ihre zentrale Kristallstruktur. Diese Struktur muss ich extrahieren und injizieren. Wer ist da? Alan, denken Sie nicht einmal daran. Ich hätte Sie mindestens ein Dutzend Mal töten können. Doch Sie sollen die Finsternis kosten, solange Sie am Leben sind. Ihre Leiche kann ich noch benutzen, wenn meine Freunde mit Ihnen fertig sind. Warum antworten Sie mir denn nicht? Aline? Ich habe eben Alan mitten bei einem seiner makabren Experimente gesehen. Er hat bis zu den Ellenbogen in irgendetwas verdammt Ekligem gesteckt. Hä, wie grässlich. Aber wo sind Sie? In einem unterirdischen Labor. Sieht aus, als ob Alans Experimente einiges Material verschlingen. Und Leichen. Leichen? Menschliche Leichen? Keine Ahnung. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Und die Stromversorgung ausgeschaltet. Ich stehe hier im Dunkeln. Ich habe einen Bauplan gefunden. Ich glaube, er zeigt das Labor. Moment mal. Hier, da ist ein Ausgang. Direkt neben dem OP-Tisch. Okay, bin unterwegs. Die Tür ist mit Eisenstangen versperrt. Alan muss einen automatischen Schließmechanismus ausgelöst haben. Moment, hier auf dem Plan sind alle Stromleitungen des Labors verzeichnet. Daran kann ich sehen, wo sich der Mechanismus befindet. Danke, Ali. Sie sind mein rettender Engel. Das wird hoffentlich nicht zur Gewohnheit. Oh oh, wir haben ein Problem. Was? Der Mechanismus ist außerhalb des Labors. Aline, wir müssen eine Lösung finden. Vielleicht, wenn ich alle Geräte wieder einschalte? Ja, dadurch könnten wir eine Überlastung erzeugen und die Tür so entriegeln. Na gut, versuchen wir's.
Wo fange ich an? Es gibt zwei Tische mit einem Experimentiergerät darauf. Folgen Sie der Wand links von der Tür, dann müssten Sie sie finden. Okay. Das ist ein richtiges Gruselkabinett hier. Möglicherweise, ja. Nein, so geht's nicht. Sie müssen wieder zurück. Ich wollte mich nur kurz hier umgucken, Mensch. Nein, so geht's nicht. Sie müssen wieder zurück. Oh, Girl. Ich wollte mich doch nur umgucken. Ah! Es ist so Penner McPennerson, ey. Ah! Möchten Sie den Hebel ziehen? Ja. Okay, ich schalte jetzt eine Art elektrische Überbrückung ein, aber es passiert nichts. Warten Sie mal. Machen Sie mit den anderen Geräten weiter. Hoffentlich ist das nicht alles vollkommen umsonst. Gehen Sie weiter am Tisch vorbei, dann kommen Sie zum Korridor. Durchqueren Sie den Gang und gehen Sie den Korridor hinunter. Den Zellenkorridor? Na, wie auch immer. Der Lichtschalter ist jedenfalls ganz am Ende. Na gut, ich habe wohl keine Wahl. Ja, da sind wir ja am Anfang noch vorbeigelaufen. Ich konnte ihn nicht betätigen. Jetzt wissen wir, wozu das Ding gut ist. Ah, Gott. Meine Nerven. Da haben sie mich echt überrascht. Das ist so... Eigentlich bin ich nicht so leicht zu schocken, aber oh mein Gott. Ich werde nochmal kurz speichern. Geradeaus. Ja, okay. Der glitzert doch was, warum komme ich da nicht dran? Immer geradeaus. Ja, okay. Da ist eins in der Zelle, seht ihr das? Okay. Ich habe gerade einen Projektor eingeschaltet. Aber es ist keine Überladung in Sicht. Der Strom ist noch an. Immer mit der Ruhe. Konzentrieren Sie sich. Machen Sie es doch, wenn Sie das besser können. Also, der letzte Schalter ist im Nebenraum. Gehen Sie auf dem anderen Weg zurück und an der Kreuzung rechts. Und dann folgen Sie dem Korridor. Nein! Die wollen mir nur Angst machen. Ups. Dafür mit gezückter Waffe. Sie immer so aufschreien. Hier bin ich vorhin noch nicht lang gegangen. Gehen Sie immer der Wand nach. Bäh. Immer geradeaus. Ja, okay. Sterbt. Die widerlichen. Da an der Wand. Aline, das müssten Sie sehen. Ich will gar nicht wissen, was Alan... Ich habe eben eine Art Laserstrahl eingeschaltet. Okay, theoretisch müsste doch jetzt eigentlich irgendetwas passieren. Es passiert nichts. Hier komme ich nicht weiter. Das ist es. Es funktioniert. Okay. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Linken und gehen Sie durchs Labor zum Ausgang. Vielen Dank. Ich bin schon unterwegs.
dass bei den Gesprächen halt die Lampe immer ausgeht, ne? Meine Geduld hat ihre Grenzen. Sie haben mir Resultate versprochen und ich warte noch immer darauf. Die Eskapaden ihres Bruders interessieren mich nicht. Ich habe mich bereit erklärt, mich um die hohe Verschuldung ihrer Familie zu kümmern und ihnen die erbetene Summe geliehen. Ich habe ihnen sämtliche Rohstoffe geliefert, die sie angeblich benötigen. Muss ich sie daran erinnern, dass sie zwar nützlich, aber nicht unersetzlich sind? Es wäre mir äußerst unangenehm, müsste ich, wie soll ich es sagen, schlagkräftigere Argumente anbringen und die Übersetzung der Tafeln und eine Kopie der Aufzeichnung ihres Bruders zu erhalten. Sollte ich auf diesen Brief keine Antwort erhalten, werde ich ohne weiteren Verzug die nötigen Maßnahmen ergreifen, um an mein Ziel zu gelangen. Christopher Lamb. Okay. Wir haben es geschafft, wir sind draußen. Ja, dann nichts wie hinterher, Attacke. Conby? Ja? Ich liebe den Klang Ihrer Stimme. Wirklich lustig. Sparen Sie sich die Sprüche. Okay. Ich habe 2 Statuen. Und Sie? Na toll. Ich habe auch 2 Statuen. Ich war in Alan Mortons Labor und verstehe langsam, was Lam will. Was ist mit Ihrem Freund? Whisky? Er hatte wohl keine Chance gegen diese Mistkerle. Meinen Sie die Morton-Brüder? Nein, ich meinte Lam und Johnson. Fisky hat diese verdammte Insel höchstwahrscheinlich nie betreten. Und was haben Sie jetzt vor? Zuallererst schaffe ich uns hier raus. Wenn ich hier weitergehe, müsste ich das Untergeschoss des Landhauses erreichen können. Als ich dort war, habe ich einen Gang zum Treibhaus geöffnet. Okay, danke. Die Musik, die wird da doch mal treibender, ne? Mop, mop, mop. Fug. Oh, fuck. Ah, es wackelt überall. Raus hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie kommen. Und noch mehr von denen. Klein. Es regnet Gegner, mein Gott. Also auf die Wettervorhersage bin ich nicht gefasst. Oh Gott, das Screen wackelt. Hilfe. Mob, mob, mob. Dieser Gang scheint ja kein Ende zu nehmen, das ist ja grausam. Hä? Sackgasse. Ah, hier ist die Tür. Okay. Möchten Sie den Kassettenrekorder benutzen? Ja. Lam? Sind Sie das? Professor Morton, was für ein ausgesprochenes Vergnügen von Ihnen zu hören. Übertreiben Sie es nicht. Haben Sie die Dokumente? Ja, dafür muss ich Ihnen danken. Die Arbeit Ihres geschätzten Bruders geht gut voran. Die Notizen sind sehr klar. Ich hatte das Gefühl, einen medizinischen Grundkurs zu lesen. Wie dem auch sei, ich bin aber weiter davon überzeugt, dass Sie mir die Übersetzung der Schrifttafeln schon früher hätten schicken können. Sie haben doch nicht etwa versucht, mich hinzuhalten, oder? Sie hören sich schon an wie Alan. Sie haben ja keine Ahnung, was hier vor sich geht. Den Notizen Ihres Bruders zufolge muss es die Hölle sein. Ich habe Ihnen 2 meiner besten Leute geschickt. 2 Agenten haben keine Chance. Was wir brauchen, ist die ganze Armee. Die Armee? Ach, die Armee. Nun übertreiben Sie mal nicht. Bisher kamen Sie doch prima ohne meine Hilfe aus. Nicht wahr? Sie sind wirklich ein dreckiges Schwein. Holen Sie mich sofort hier raus! Mr. Morton, ich glaube, Sie verstehen mich nicht ganz.
Durch Sie und Ihren Bruder bin ich sehr gut vorangekommen. Mein großer Tag nähert sich rasch. Für Sie habe ich allerdings keine Verwendung mehr. Lamb? Lamb! Was für ein Schwein. Armee? Die Betonung ist total geil. Na komm, öffne die Tür. Macht er nicht. Die Tür scheint versiegelt zu sein. Die Tür scheint versiegelt zu sein. Haben wir was dafür? Ich glaube nicht. Hier liegt auch nichts, ne? Das ist ja das Labor, wo wir reinnutzen konnten vorher, aber ich sehe hier nichts liegen. Hier war auch nichts, ne? Hier war Sackgasse, oder? Ne, hier geht's nicht weiter. Nope, nope, nope. So much nope. Muss ich vielleicht nochmal runter. Ah, oh, da juckt die Nase. Ging's hier noch weiter? So, irgendwas fehlt mir. Ich glaube, die fallen nur runter, wenn ich renne. Deswegen laufe ich mal langsam. Ich sehe halt auch absolut keinen Hinweis oder so. Das ist einfach nur ein langer Schlauch. Warte mal, hier geht's lang, oder? Nee. Ist halt absolut nichts, ne? Keine Abzweigung, kein Weg. Vielleicht muss ich im Labor nochmal gucken, vielleicht habe ich da was vergessen. Das könnte gut sein, deswegen laufe ich nochmal zurück ins Labor. Oh, da wären wir schon. Okay. Gut, den Brief, den haben wir gelesen. Hier habe ich noch nicht geguckt. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Hier. Schöne Items. Wundervoll. Da liegt auch noch was. Oder? Ist das was? Alan führt Autopsien an den Monstern durch. Na, das haben wir ja gesehen. Live. Okay. Na, guck mal mit dem blauen Licht. Ah, guck mal, da sieht man, wo die Leitung hinführt, nach oben. Sehr cool. Okay, da war nur der Schalter, hier war nichts weiter. Hier was. Naja, dieser Screen hat keine Bewandtnis. Hier geht's zurück. Da leuchtet doch was in der Wand. Ich hab's doch genau gesehen. Aber wenn ich drauf zulaufe, passiert nichts. Da geht's ja wieder zum Labor selber. Soll mir dieses Funkeln eigentlich irgendwas sagen? Ich kann damit halt null interagieren oder so, ne? Aber da war doch ein Item, oder? Ist da. Dieser Schalter halt, ne? Wie komme ich denn da dran? Ich drücke gerade Leertaste wie wild, aber es passiert nichts.
Nee. Da geht's wieder raus. Ah, I'm so lost. Schalter betätigen kann ich nochmal, oder? Nee. Einmal betätigt sind die Schalter an. Also irgendwas deucht mich, hier fehlt mir was. Ich kann aber nicht genau sagen, was, weil ich nichts sehe. Hier noch was rumliegt. Oder womit ich überhaupt interagieren kann. Kann ich da was in den Laser tun? Kann ich damit irgendwas machen? Also ich kann damit nicht interagieren, er sagt also auch nicht von wegen, ich könnte hier etwas reintun oder so. Ah. Schrank haben wir schon nachgesehen. Den Brief. Den haben wir schon gelesen. Auf dem Schreibtisch gibt es halt auch nichts weiter. Hier ist auch nichts. Nee. Also ich bin jetzt die Gänge echt schon ein paar Mal hier abgegangen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Wie kriege ich die Tür denn auf? Ich hab den Bolzenschneider halt auch nicht mehr, ne? Der war halt nur einmal zu gebrauchen. Das ist alles echt super suspicious. Okay, ich werde jetzt nochmal zurücklaufen. Gucken, ob ich da in dem Raum noch was finde und dann speichere ich dort und mache die Folge ab. Ende der Folge quasi. Weil ich weiß nicht, ob, wie gesagt, in dem Labor noch irgendwas liegt, aber es waren anscheinend nur die Munition und das Speicheramulett. Und das war's. An den Facehuggern hier hänge ich, glaube ich, auch mal vorbei. Auch wenn sie mir wahrscheinlich gleich runterfallen. Ach, die bleiben trotzdem oben. Na ja, dann. Ja, sie sieht halt immer so aus, als könnte man dort oder dort lang, aber das Level-Design lässt mich nicht. Damals war Erkundungsfreiheit in solchen Spielen noch nicht so groß geschrieben, wie es heutzutage zum Beispiel der Fall ist. Weil hier sieht es auch so aus, als könnte ich da irgendwie so lang oder als ob da noch irgendwas ist, aber... Nö. Oder der Gerät hier irgendwas macht. Hier auch Leertaste, aber passiert einfach nichts. Die Tür scheint versiegelt zu sein. Aber auch nichts, womit die aufgeht, oder? Walkie-talkie eher nicht. Archibald Mortons Feuerzeug? Das ist Blödsinn. Die Sternenstatuen? Ja. Einfach mal random Sachen benutzen, aber ich hab eigentlich sonst nichts, was ich da irgendwie gebrauchen könnte für. Verdammt, na gut. Ich mache an dieser Stelle erstmal Feierabend und würde sagen, wir sehen uns wieder bei Alone in the Dark, The New Nightmare. Bis dann.